Hallöchen, meine Damen und Herren. Vor etwas über einer Woche wurde die M4A4 um 100 Dollar reduziert. Obwohl ich hier meine M4A 1S ausgerüstet habe und die eigentlich im Stream auch immer spiele, werde ich oft gefragt, hey, M4A4 ist jetzt ja günstiger, wie sieht's aus und... Wann kommt eigentlich Season 2? Das sind sehr gute Fragen und da schauen wir jetzt mal rein. Es ist eine sehr einfache Rechnung, die für mich logisch ist und für mich Sinn ergibt. Season 1 läuft bereits seit fast einem Jahr. Direkt zu Anfang hat man sich natürlich gefragt, wie werden die Seasons laufen? Wird das so wie die Jahresseasons gehen? Wird eine Season ein ganzes Jahr gehen oder in einem Halbjahreszyklus? Was, wie und warum? Jetzt sind wir, wie gesagt, fast bei einem Jahr. Man könnte also sagen, gut, jede Season geht ein Jahr. Warum nicht? Wenn man sich dieses vergangene Jahr aber anschaut, erkennt man, dass das Jahr eigentlich komplett voll war mit Fixes, Updates, Reparaturen und so weiter und so fort. Und auch am Premier Matchmaking wie auch Ranking-System wurde gearbeitet. Erinnert euch vielleicht, dass ich in CS2 in Season 1 auf 3500 Elo eingerankt wurde. Das hat sich schon leicht falsch angefühlt. In der Beta-Season war ich, glaube ich, auf 7,5. Selbst das war irgendwie so, bisschen wenig, aber... hat man halt genommen, wie es war. Aber 3.5 hat schon wehgetan. Dann kam irgendwann ein relativ großes Update bezüglich der Rankings und siehe da, ich bin auf einmal gestiegen wie ein Bekloppter. Ich und auch viele andere haben für jedes Spiel, das sie gewonnen haben, auf einmal 1000 Elo bekommen. Selbst wenn man mal verloren hatte zwischendurch ein, zwei Mal und das dritte Spiel wieder ein Win war, waren es direkt wieder 1000 Elo plus. Man hat also stark gemerkt, es wurde was gemacht. Viele Leute, die inaktiv wurden mit einem Rank von zum Beispiel 8000, haben sich dann wieder neu eingerankt und waren plötzlich auf 17.000 und viel näher an ihrem Originalrang dran. Am System wurde also ordentlich geschraubt und möglicherweise wurden auch alte Rankdaten mit eingeführt, dass das Spiel auch weiß, ach guck mal, der war früher Global und jetzt steht er auf 1000 Elo, da stimmt irgendwas nicht. Damit will ich Folgendes sagen, dieses ganze Jahr war voll mit Updates, auch sehr wichtigen Updates für das Ranking-System und auch Matchmaking-System an sich. Es gab am Anfang sehr viele nicht so ausgeglichene Spiele, dann kam ein fettes Update und siehe da, plötzlich hast du ständig irgendwelche Unentschieden bzw. Overtimes, weil das System auf einmal sehr, sehr gute Gegner für dich findet. Auch gerade jetzt aktuell, wieder die letzten paar Wochen, haben wir fast nur noch Overtimes. Also wir machen ständig dieses 12-12 und dann ab in die Overtime. Das ist bestimmt nicht bei allen so. Hier unter dem Video gibt es hundertprozentig auch wieder Leute, die schreiben, bei mir ist es gar nicht so. Ich habe andauernd, 12-0 oder was. Bei uns in den Streams ist es halt die letzten, ich würde sagen, sehr auffallend, die letzten zwei Wochen. Wirklich stark. Wir haben alleine gestern 3 Overtimes gehabt. 16-13, 13-16, 15-15 und 2-13-11, die ja in Theorie dann halt kurz vor der Overtime praktisch abgekackt sind. Aber ja, auch da hat man halt ein Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt. Und wir haben eine 1-13 Competitive gehabt. Competitive ist einfach Trash. Das ist übrigens meistens unser Competitive Feeling. Entweder fahren wir komplett über die Gegner drüber oder wir werden komplett überfahren. Competitive, pfui, Premier, hui. Zumindest für uns. Aber zurück zum Thema und langsam zum Schlusspunkt. Es wurde so viel gemacht innerhalb dieses vergangenen Jahres oder fast Jahres. September wurde das Spiel released, also bald ist es ein Jahr released. Ich kann mir darum sehr gut vorstellen, dass dieses Jahr nicht bedeutet, dass jede Season jetzt immer ein Jahr geht, sondern dass man sich jetzt einfach die Zeit genommen hat, die man nun mal braucht oder gebraucht hat, um alles zu fixen. Und sobald das Spiel dann wirklich rund läuft, dann sagt man sich so, wie machen wir die Seasons jetzt? Halbjährlich, vierteljährlich oder so Frühling, Sommer, Herbst und so weiter und so fort. Wie gehen wir das an? Ich persönlich finde eine Season von einem ganzen Jahr tatsächlich gar nicht so schlimm. Andere haben gesagt, oh, ist viel zu lang, es sollte auf jeden Fall kürzer sein. Wenn man aber im Kopf behält, dass dieses Spiel, also zumindest in CS2 selbst, jetzt nicht extern, Faceit, FPL und so, sondern nur CS2, Premier und Casual und so, dass das hauptsächlich von Casuals gespielt wird, von arbeitenden Leuten, die auch nicht ständig Zeit haben, die einfach mal eine Woche, zwei oder drei gar nicht da sind oder einen Monat nicht da sind und erst dann weiterspielen können. Wenn man das alles im Kopf hat, dann finde ich es nicht so wild, wenn die Season ein ganzes Jahr lang geht. So hat man genug Zeit, sich schön aufzustellen, immer wieder reinzuspielen, wenn man Zeit hat und hat nicht durchgehend dieses Feeling, ich muss jetzt noch schnell in den Grind, bevor die Season zu Ende ist, damit ich einen schönen hohen Rank habe, wenn sie denn dann zu Ende ist. Eine Sache, die die Volvos aber auf jeden Fall machen müssen, bevor eine Season zu Ende geht, ist sich um die Cheater zu kümmern. Und damit meine ich aber nicht nur, es müssen weniger Cheater werden, es müssen mehr Cheater gebannt werden, bla bla bla, sondern das Leaderboard muss natürlich aufgeräumt werden. Man sieht, dass es immer wieder aufgeräumt wird. Gerade gestern war hier irgendwie noch Agentur für Arbeit mit drin. Auch eindeutig ein Cheater mit irgendwie 95% Winrate. Das sieht jetzt tatsächlich schon mal angenehmer aus. Also sie räumen ja auf, man merkt es. Aber natürlich bringt eine Aufräumaktion nichts, wenn du jemanden hast, der die ganze Zeit wieder Dreck hinschmeißt. Logischerweise muss man da im Kern auch gucken, dass man die Leute halt irgendwie daran hindert, in solchen Massen wieder ins Spiel zurückzukommen. Und das ist einfach das A und O, bevor man die Seasons wechselt, denn sonst ist man halt eine reine Lachplatte. Ich meine, natürlich sind wir hier unten auf der Elo, ne? Ich bin jetzt auf 16...
7, man kann auch noch auf 17, vielleicht auch 18 noch relativ gemütlich spielen, wobei viele sagen, ab 15 wäre es schon komplett fit. Ja, gut, das ist eh immer schwierig auf diese individuellen, ne? Leute sagen ja auch, dass sie auf 7K ständig umgecheatet werden. Aber ich denke, der allgemeine Konsens ist, ab 20.000 Elo wird es wirklich kritisch, dann ist es nicht mehr schön. Hier unten ist es, wie gesagt, bequem und ich bin dann auch stolz auf meinen Rank. Ne? Also ich könnte natürlich sicherlich irgendwie noch mehr machen, ich spiele halt in den Streams mit euch, wenn ich mich jetzt alleine hinhocken würde mit einem Team von Leuten und mit denen reinschwitzen würde, wird bestimmt auch mehr gehen. Ich bin aber gerade deswegen, weil wir diesen Rang ja jedes Mal seit Jahren, also auch in Go, gemeinsam erspielen, meinen Rank, bin ich da immer stolz drauf. Den mache ich mit euch, das ist schön, fertig ist der Lack. Aber wenn du natürlich jemand bist, der Ehrgeiz hat und der hoch möchte, dann bist du schlicht und ergreifend nicht wirklich in der Lage, deinen Rank vernünftig auszubauen, weil du halt auf unglaublich viele Cheater triffst. Ich habe einige Freunde, Sheni immer noch ganz oben, ja, die über 20.000 stehen. Und Sheni berichtet auch von jetzt nicht so schönen Spielen. Er sagt auch oft, wenn wir zusammen spielen, dass er lieber nicht mit uns spielt, weil wir halt dann sonst, ja, wahrscheinlich Pisser bekommen. Kirby ist auch jemand, der sich sehr, sehr stark über Cheater beschwert. Er hat zum Glück mit uns keinen Cheater, wenn wir Premier spielen, aber, gestern war er mit dabei hier in unserem Matchmaking oder halt Casual, wie heißt's? Competitive, da war er auch mit dabei mit Gold 4 oder was auf Vertigo. Also er hatte da halt den Gold 4 Rank und hier hatten zwei an. Also mit extrem hoher, das war zu 100% schon sichergestellt, die hatten auf jeden Fall auch an. Wenn jemand mit einem hohen Rank und einer recht hohen Alleinverseuchung halt bei einem mitspielt, dann kann es eben auch fickfrische rüberziehen. Aber ich muss hier nochmal betonen, Kirby, immer wenn wir, ja gut, gestern warst du ja bei keinem Premier dabei, wenn wir mit Kirby Premier spielen, ist zum Glück alles clean. Aber zurück zum Thema. Zuerst hier aufräumen und sich um die Cheater kümmern, dann eine neue Season einfügen. Ich denke trotzdem, dass in ein paar Monaten dann, wenn die Season 1 sich jährt, dann wird Season 2, ich denke, gezwungenermaßen kommen müssen. Ja, wobei, eigentlich nicht, eigentlich ja nicht. Sie können das in Theorie ja machen, wie sie wollen. Natürlich regen sich alle auf, ey, die Season läuft schon ein Jahr, was soll der Scheiß. Aber ich denke, wenn wir in uns hineinfühlen, dann wollen wir schon lieber, dass Season 2 erst dann beginnt, wenn wir dann auch vernünftig in dieser Season, in dieser neuen spielen können. Gucken wir einfach mal, wie der Hase läuft. Aber ich denke, die meisten wollen eh lieber erstmal eine Operation, als sich da um eine neue Season kümmern zu müssen. Also Operation gerne früher. So, und jetzt kommen wir noch zur M4A4 oder auch zur großen M4, wie wir immer sagen, zur Männer-M4. Ich habe die schon immer bei mir im Loadout drin. Einfach aus dem Grund, weil es eben Leute gibt, zwar wenige, aber es gibt Leute, die spielen die halt. Darum habe ich sie drin, damit ich die legen kann. Jetzt, wo sie mittlerweile halt auch nochmal einen Ticken günstiger ist, fast so günstig wie die S, ist die Überlegung natürlich da, sich so ein Teilchen zu holen. Das Gefühl der Gewohnheit liegt leider oft über dem Nutzen von solchen neuen Dingen. Natürlich kann ich im Falle eines Rushers richtig schön reinbrezeln und hier alle umfahren damit. Ne? Bei der M4A1S hast du ja immer wieder diese Problematik, dass die nicht so viel Munition hat. Und trotzdem zieht es jemanden, der die S halt schon seit über einem Jahr spielt, in CS2 auch immer wieder zur S hin. Das sieht man natürlich auch in der Pro-Szene. Wenn man sich anguckt, wie sie jetzt gerade in Dallas hier gespielt haben, ist ja gerade ein paar Wochen her, das IEM Dallas, glaube ich, dann siehst du, dass die M4A1S neben der AK halt die meistgespielte Waffe war und die M4A4 nur diesen kleinen Bereich belegt. Viel getan hat sich also noch nicht seit diesem Preiswechsel. Auch bei uns in den Streams ist eigentlich das Waffenverhalten genauso wie davor auch. Die S spielen, das sind die meisten, die spielen die weiterhin. Und die M4A4 kommt nach wie vor extrem selten zum Gebrauch. Ich behaupte, dass es, wie gesagt, ganz viel auch einfach mit Gewöhnung zu tun hat. Man spielt die ganze Zeit diese eine Waffe, also warum wechseln? Auch wenn die andere Waffe sehr, sehr strong ist und in vielen Situationen einfach superior gegenüber der S-Variante. Mit der wichtigste Punkt in Counter-Strike überhaupt ist die Confidence, also dein Selbstbewusstsein. Wenn du selbstbewusst in eine Situation reingehst, dann wirst du die auf jeden Fall besser meistern können, als wenn du sehr wackelig da rein stolperst und dir schon selbst sagst, oh nein, Mist, ich habe nicht die richtige Waffe, ich verliere bestimmt und bla bla bla. Dann ist die Wahrscheinlichkeit zu verlieren auch deutlich höher, weil man halt einfach nicht so gut spielt, nicht so viel aus sich rausholt, wie in den anderen Momenten, in denen du sicher bist, dass du sowieso gewinnst. Die mache ich platt. Ich denke aber trotzdem, dass wir in den nächsten paar Monaten einen Wechsel oder eine kleine Änderung sehen werden, dass die M4A4 öfter genutzt wird als eben davor. Ich denke aber nicht, dass es über die S-Variante hinausgehen wird. In mir haben sich auf jeden Fall jetzt über die letzten paar Tage ab und an solche Momente ergeben, in denen ich dachte, oh, okay, ich spiele jetzt auf dieser Position, ich wurde jetzt öfter mal umgerusht, ich kann mich ganz gut in Deckung begeben und hätte einfach gern mehr Munition, dann kann man sich das Teil halt schon kaufen, ne? Und dann fühlst du dich ja wiederum auch anders. Aber ja, es ist im Moment noch etwas früh, da eine große Änderung zu erwarten. Bei der generellen Frage, welche Waffe gefällt dir besser, die S- oder die Nicht-S-Variante, dann nehme ich, wie gesagt, viel, viel lieber die S. Aber wie ist es bei dir? Gehörst du auch zu denen, wie der große Teil der Community, die hauptsächlich die S-Variante spielen? Oder nimmst du auch gerne mal oder vielleicht sogar hauptsächlich die unschallgedämpfte Variante mit? Wir lesen uns diesbezüglich in den Kommentaren und ja, das ist auch wieder der Trigger für das Giveaway heute. Und heute habe ich wieder was ganz Besonderes für euch und zwar einen Koppel.
ein Sybil Sticker in Holo. Wir sind ja alle schon sehr hyped bezüglich Kurbelstein und darum, ja, dachte ich mir, guck mal da, der Sticker liegt da noch rum, können wir doch auch mal raushauen. Ich hoffe, er gefällt euch. Also wie gesagt, einfach in den Kommentaren was zu dieser M4, A4, M4-1S Geschichte schreiben und schon seid ihr automatisch mit dabei. Das war's dann schon wieder von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Ich glaube, das Ganze kommt hier Samstagabend, Samstagnacht. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Montag, denke ich, und oder im nächsten Livestream am Dienstag ab 18 Uhr. Und zum Stream noch eine ganz kurze Ankündigung. Gestern habe ich ultra viele Skins von euch bekommen. Es waren über 1000 Euro an Skins. Vielen, vielen Dank dafür für unsere Giveaways. Und da waren unter anderem diese zwei Dinge dabei von Patamek. Patamek, Dankeschön. Das hier wird für dieses Jahr das Weihnachts-Giveaway sein, direkt im Paket. Also diese Handwraps, Kobalt, Skulls sowie dieses Gutknife-Doppler wird es dieses Jahr zu Weihnachten für euch geben, gesponsert von Patamek. Das Ganze findet auch wieder ausschließlich live im Stream statt, also wenn man damit machen möchte, kann man gerne mit vorbeischauen. Die Kombo habe ich auch extra an, sieht sehr schick aus. Gut, ja, dann sehen wir uns im Video oder im Stream. Haut rein, bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.